Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 3. Schmeckt süß das Böse in seinem Mund, wirkt er es unter seiner Zunge, spart er es auf und will nicht von ihm lassen, hält er es auch tief in seinem Gaumen fest, in seinem Innern verwandelt sich die Speise, sie wird in seinem Leib ihm zum Natterngift. Hiob Kapitel 20, Verse 12 bis 14. Es war schon Nachmittag, als Ariel Varkanil endlich fand und ihn zur Rede stellen konnte. Ihre Fragen prasselten wie Hagelkörner auf seinen Geist ein, kaum dass sie ihn entdeckt hatte. Was weißt du über Jorams Geheimnis, das dieser Velja suchen sollte? Was bezweckte Carolus mit dieser Suche? Wieso hat er uns nicht offiziell den Auftrag gegeben, den Ketzer einzufangen und zum Verhör zurückzubringen? Sie hielt inne, als sie sah, wie Varkanil unter ihren bohrenden Fragen zusammenzuckte. »Es tut mir leid«, sagte sie und bemühte sich, ihrer Stimme einen ruhigen, gelassenen Klang zu geben. »Henayel, diese ganze Sache tut mir so leid.« Sie mochte dem fremden Engel gegenüber nicht zugeben, was sie für seinen Scharführer empfunden hatte. Varkanil musste eine so viel engere, intensivere Bindung zu seinem Michaeliten gehabt haben, als sie sie in ihrer kurzen gemeinsamen Zeit hatten entwickeln können. Sie fühlte sich dem Ureliten gegenüber irgendwie im Unrecht. »Das ist doch lange kein Grund, andere Leute ungefragt mit deinen Gedanken zu bombardieren«, herrschte dieser sie patzig an. Seine Flügel spreizten sich leicht und er machte Anstalten, von der kleinen Galerie zu springen, auf der Ariel ihn getroffen hatte. »Nein, geh nicht, warte bitte. Ich möchte wirklich mit dir reden. Henayel war auch unser Freund, weißt du. Ich fühle mich auch ein bisschen verantwortlich für seinen Tod.« »Na, das ist ja anscheinend das erste Mal. Wenn du schon früher etwas mehr Verantwortung übernommen hättest, wäre Henayel bei uns geblieben und jetzt sicher nicht tot.« »Das ist doch überhaupt nicht wahr. Du kennst mich gar nicht, Urelit. Und du hast keine Ahnung, wie ich meine Schar führe.« Sie spürte, wie ihr mühsam unterdrückte Wut wieder hochkam und funkelte den stämmigen Varkanil von unten herauf wütend an. Varkanil ließ die Flügel wieder sinken und wischte ihren Zorn mit einer wegwerfenden Handbewegung beiseite. »Ja, ich weiß«, antwortete er resigniert. »Es war nicht eure Schuld, aber es ist so viel einfacher, wütend zu sein, als zu trauern.« Ariel nickte und gemeinsam blickten sie eine Weile schweigend von der Galerie auf die Wolken hinab. Dann begann Varkanil plötzlich leise zu erzählen. »Es war, noch während ihr auf der Jagd nach dem Ketzer wart. Abgelaum rief den Rest unserer Schar zu sich, um uns einem anderen Michaeliten vorzustellen, der unsere Schar in Henayels Abwesenheit führen sollte. Wir hatten alle genug von der Tatenlosigkeit und nahmen es deshalb ohne Murren hin. Schließlich sollte es ja auch nur eine vorübergehende Maßnahme sein. Der Inquisitor war auch dabei. Zuerst saß er nur still in seinem Rollstuhl. Es war fast, als sei er schon tot. Doch dann, als der Ab uns gerade entlassen wollte, damit wir uns beim Prior eine neue Mission übertragen lassen konnten, schlug er plötzlich die Augen auf und krächzte. »Nein, Abgelaum! Diese hier werden die Aufgabe übernehmen, an der die anderen Versager so jämmerlich gescheitert sind.« Ehe wir jedoch erfahren konnten, worum es ging, schickte der Ab uns hinaus, um allein mit dem Inquisitor zu reden. Ariel nickte und sah dem Engel gespannt an. Die Wut und Verzweiflung in ihrem Blick waren grimmiger Entschlossenheit gewichen und Varkanil konnte ein schwaches Lächeln nicht unterdrücken, als er sie ansah. Ariel erwiderte sein Lächeln. Es war gut zu spüren, dass sie im Grunde doch alle Geschwister waren. Während wir draußen warteten, wurde es drinnen ziemlich laut. Abgelaum hatte sich regelrecht mit dem Inquisitor gestritten. Wir haben nur gehört, wie der Ab sagte,
Carolus' törichte Jagd nach Jorams Geheimnis habe schon ein Leben gekostet, nämlich das von Bruder Velja, und es sei unverantwortlich gewesen, dem Monarchen geheime Befehle zu geben, von denen die Schar, also ihr, nichts wusstet. Den alten Inquisitor konnten wir von draußen nicht verstehen, und ehe Abgelaum wieder zu sprechen begann, riss er die Tür zum Vorraum auf und schickte uns zum Prior hinab. Die Zornesröte stand ihm im Gesicht, doch ich kann nicht sagen, ob der Grund dafür der Streit an sich war oder die Tatsache, dass wir alle ihn mit angehört hatten. Ariel blickte den muskulösen Ureliten immer noch aufmerksam an, aber er schüttelte nur resigniert den Kopf. »Das ist alles?« fragte sie enttäuscht. »Mehr habt ihr nicht herausgefunden? Warum habt ihr keine Nachforschung über Prälat Carolus, Joram und dieses Geheimnis angestellt?« Barkanels Augenbrauen zuckten und er schüttelte wieder den Kopf. »Der Prior hat uns gleich auf eine Erkundungsmission jenseits des Kanals geschickt. Thomasil, unser neuer Michaelit, hat dafür gesorgt, dass wir dieser Mission unsere volle Aufmerksamkeit widmeten. Dann werde ich eben jetzt mehr herausfinden.« Barkanel zuckte die Achseln. »Wenn du meinst, ich glaube weder der Inquisitor noch der Abt werden davon begeistert sein. Ich wünsche dir viel Glück.« Er wandte sich um und stieg behende auf die Brüstung der Galerie. »Warte noch einen Augenblick, Barkanel. Du hast mir das alles doch nicht erzählt, nur um jetzt einfach so zu verschwinden. Ich weiß genau, wie viel euch allen an Hinaje lag.« Der Ureli zuckte wieder die Achseln, sagte aber nichts mehr und breitete die Flügel aus. »Wenn ich noch etwas herausfinde, werde ich es dich wissen lassen«, rief Ariel ihm nach, als er in weitem Bogen in die Tiefe glitt. »Danke, mein Bruder.« Guillaum saß an seinem Schreibtisch über den letzten Berichten von der Front in Frankreich. Die Hauptstreitmacht der Ketzer war vor fast 2 Wochen von den himmlischen Heerscharen in der Stadt Tours eingeschlossen worden. Doch seitdem hatte sich die Lage nicht mehr verändert. Die alte Stadt war sehr gut befestigt. Die besten Baumeister der Kirche hatten ihre Verteidigungsanlagen vor über 100 Jahren selbst errichtet. Doch hatte die Mauern und die Wehrtürme keinen Schutz gegen die Versuchungen des Herrn der Fliegen geboten, die die Bürger von Tours zu Ketzern gemacht hatte. Schlimmer noch war, dass viele Traumsaatkreaturen unter den Ketzern waren, und es wurden immer mehr. Jede Nacht versuchten weitere überlebende Dämonen von den restlichen Schlachtfeldern des Zentralmassivs die belagerte Stadt zu erreichen, und es waren zu viele, als dass die Engel sie in der Dunkelheit aller Arten aufhalten können. Die Zeit wurde knapp. Je länger die Truppen der angelitischen Kirche mit dem Sturm auf Tours warteten, desto zahlreicher wurden ihre Gegner und desto ungewisser der Ausgang der Schlacht. Guillaume hoffte nur, dass es ihnen tatsächlich gelingen würde, die Stadt im Handstreich zu nehmen. Sollten sie versagen, würden die wiedererstarkten Ketzer die Gelegenheit nutzen, um andere französische Städte erneut in ihre Gewalt zu bringen. Und dann konnte niemand mehr vorhersagen, wie lange der Krieg noch andauern würde. Abt Guillaume blickte auf, als ein Novize sein Arbeitszimmer betrat. »Die Ärzte sagen, es steht schlecht um den ehrwürdigen Inquisitor Carolus, und sie wünschen, euch zu sprechen.« Der Abt nickte und entließ den schüchternen jungen Mann mit einer Handbewegung. »Dann scheint sich zumindest dieses Problem von alleine zu lösen«, dachte er zynisch. Er wusste, dass er so nicht von einem Inquisitor des Ordens derer, die sind wie Gott, hätte denken sollen, aber er hatte Carolus gegenüber jeden Respekt verloren. Als er zu Maloriel von der Versuchung gesprochen hatte, war es ihm sehr ernst geworden. Denn der senile, habgierige Michaelis-Inquisitor stellte eine Gefahr für die angelitische Kirche dar und war eine Schande für seinen Orden. Mit einem letzten, sorgenvollen Blick wuchtete Abt Guillaume seinen schweren Körper aus dem großen Lehnstuhl. Als er das Krankenzimmer des greisen Inquisitors betrat, begrüßten die drei Ärzte ihn mit sorgenvollem Blick. Trotz des Monarchen, der das Zimmer ständig reinigte,
und des offenen Fensters ließ sich der alles durchdringende Geruch von Siechtum und Inkontinenz nicht ignorieren. Und vom Bett her waren die langsam rasselnden Atemzüge des sterbenden Greises zu hören. Ehrwürdiger Ab, sprach der Älteste und Kleinste der Ernste ihn an. Prälat Carolus ist alt und die Lähmung seines Körpers ist seit dem letzten Anfall noch weiter fortgeschritten. Er kann kaum noch aus eigener Kraft atmen. Ich fürchte, wir können nichts mehr für ihn tun, fügte sein hagerer, spitzbärtiger Kollege mit gedämpfter Stimme hinzu. Abgilaum nickte grimmig. Habt ihr ihn über seine Lage aufgeklärt? Ja, antwortete der kleine Arzt und blickte unbehaglich zu Boden. Wir haben ihm auch angeboten, einen Raphaeliten zu rufen, damit er dem Schöpfer ohne Schmerz und bei klarem Geist entgegentreten kann, aber er wollte nichts davon wissen. Stattdessen hat er immer wieder nach einer Maschine verlangt, sagte jetzt der dritte Arzt, während er geflissentlich seinen Zwinker mit einem Zipfer deiner Kutte putzte. Der Abt zog eine Augenbraue hoch und warf einen flüchtigen Blick zu Prälat Carolus herüber, der kraftlos, aber mit funkelnden Augen auf seinem Krankenbett lag. Aber wie ich sehe, habt ihr die Maschine nicht hergebracht. Nein, ehrwürdiger Abt, wir wollten das zuerst mit euch besprechen. Bei diesen Worten sog Carolus scharf die Luft ein und wurde daraufhin von einem schweren Hustenanfall geschüttelt. Natürlich können wir sie sofort herbeibringen lassen. Der Arzt hatte sich schon zur Tür gewandt, doch Gilaum legte ihm die Hand auf die Schulter und hielt ihn zurück. Seine beiden Kollegen rührten sich nicht. Dann sah der Oberhirte der Urieliten die drei Ärzte fest an. Ihr seid Monarchen des Ordens des Raphael und die besten Ärzte in meinem Himmel. Wie könnt ihr auch nur daran denken, den Inquisitor mit einer Maschine am Leben zu halten? Das grenzt an Gotteslästerung. Er konnte hören, wie hinter seinem Rücken die Atemzüge des Inquisitors erneut stockten, fuhr aber fort, ohne seine Stimme zu senken. Wir können es nur seiner angeschlagenen Gesundheit zuschreiben, dass Prälat Carolus solche Maßnahmen fordert. Würden die Herren Ärzte mir nicht zustimmen, dass die Anfälle nicht nur Carolus' Körper, sondern auch seinen Geist in Mitleidenschaft gezogen haben? Er ignorierte das gequälte Stöhnen hinter seinem Rücken weiterhin und sah die Ärzte streng an. Nun ja, das ist mit Sicherheit nicht auszuschließen, antwortete der Arzt mit der Brille zögernd. Ich würde sogar sagen, es ist recht wahrscheinlich, fügte der Kleine hinzu, während der Dritte nur zustimmend nickte. Ich denke, dann sind wir uns alle einig, dass der Inquisitor keinesfalls der dunklen Versuchung der Technologie erliegen darf, sondern wir ihm bei seiner geistigen Verwirrung im Angesicht des Todes beistehen müssen, so gut wir es eben vermögen, schloss Gilaum die Unterhaltung und schob die drei Ärzte zur Tür. Ich werde noch einmal allein mit ihm sprechen, ihm die Beichte abnehmen und ihm vorsorglich die letzte Ölung erteilen. Der Abt schickte auch die Monarchen, die den kranken Inquisitor betreuten, aus dem Raum und stellte sich dann unter das geöffnete Fenster, vor dem noch wenige Stunden zuvor Maloriel gekauert hatte. Ihr habt die Ärzte gehört, Carolus. Der letzte Anfall war einfach zu viel für euch. Sie können nichts mehr für euch tun. Ungerührt erwiderte Abgilaum den lodernden Blick des todkranken Mannes. Ihr werdet bald sterben, Prälat Carolus. Das Einzige, was euch noch bleibt, ist zu beichten und dann unter den tröstenden Schwingen eines Raphaeliten dem Ruf des Schöpfers zu folgen. Ich befehle dir, presste Carolus zwischen zwei rasselnden Atemzügen hervor, mich wieder an meine Maschine anzuschließen. Abgilaum schüttelte den früh ergrauten Kopf. Ich werde bei eurer Blasphemie nicht noch mehr Mittäter werden, Prälat,
Ich gebe euch noch eine letzte Gelegenheit, die Beichte abzulegen. Die Maschine! Keuchte Carolus. In Eterna wird man von deinem Ungehorsam erfahren. Ohne ein weiteres Wort drehte Abgelaum sich um und verließ das Zimmer. Vor der Tür wandte er sich an die drei Ärzte, die ängstlich auf ihn gewartet hatten. Der ehrwürdige Prälat Carolus braucht Abgeschiedenheit, um sich auf seinen Tod vorzubereiten. Ihr könnt nichts mehr für ihn tun. Ihr dürft gehen. Maloriel hockte mit den übrigen Mitgliedern der Schar auf einer kleinen Plattform in der Nähe ihrer Zelle. Er hatte den anderen gerade von seinem seltsamen Erlebnis mit dem Ab und dem Inquisitor erzählt und sie überlegten gemeinsam, welche Konsequenzen sie aus dem neu gewonnenen Wissen ziehen sollten, als Ariel atemlos zu ihnen stieß. Velja hatte den Auftrag, sich heimlich mit Joram zu treffen, deshalb hatte er meine Anweisungen missachtet. »Woher weißt du das?« Daniel blickte sie überrascht an und auch die anderen sahen verwundert aus. »Varkanel hat es mir erzählt. Er hat mit seiner Schar einen Streit zwischen Abgelaum und Prälat Carolus belauscht.« »Genau wie Maloriel«, erwiderte Rahel. »Der Ab hatte ihn als heimlichen Zeugen zu einem Gespräch mit dem sterbenden Inquisitor eingeladen.« Verwundert und verärgert sah Ariel zu Maloriel hinüber, der sein Gesicht hinter dem Vorhang seiner Silbermähne verbarg. »Warum hast du mich nicht informiert?«, fragte sie vorwurfsvoll. »Abgelaum hat mich allein in meiner Funktion als Bewahrer des Wissens zu dieser Unterredung hinzugezogen, Ariel. Aber er hat mir nicht verboten, euch danach davon zu erzählen.« Ariel schluckte ihren Ärger hinunter und lauschte gespannt dem Bericht des hageren Rameliten, den auch die anderen schweigend noch einmal mit anhörten. Kaum hatte Maloriel geendet, da sprang sie auf. »Wir gehen zu Carolus und werden sie zur Rede stellen.« Ehe ihre Schar etwas darauf sagen konnte, betrat ein Mann im grünen Waffenrock, der Urelis-Templer, die Plattform und salutierte. »Ariel vom Orden der Michaeliten, du wirst mit deiner Schar vom Prior unverzüglich in die Halle der Entsendung erwartet.« Die anderen konnten sehen, dass der aufgebrachten Michaelitin eine scharfe Erwiderung auf der Zunge lag, aber ihre warnenden Blicke ließen Ariel sie herunterschlucken. Dem Ruf des Priors der Ureliten konnte sie sich nicht widersetzen. »Wir sind Boten des Herrn, wir hören und gehorchen«, antwortete sie verbissen und schwang sich mit ihrer Schar in die Lüfte. Als sie in der Halle der Entsendung ankamen, sah sie, dass sich noch zahlreiche weitere Engelsscharen dort versammelt hatten. Insgesamt konnte sie 24 weitere Fünfergruppen erkennen. Es war eine stattliche Armee der Krieger des Herrn, die sich in der gewaltigen Halle versammelt hatte und nun in erwartungsvollem Schweigen den Mann ansah, der sie hatte rufen lassen. Prior Scipio war ein kräftig gebauter Mann mittleren Alters, dem man ansah, dass er die Rüstung eines Templers getragen hatte, bevor er den Talar angelegt hatte. Ariel hatte gehört, dass er lange verdienstvoll als Magister bei den Templern des Uriel gedient hatte, bevor er zum Prior des Himmels von Mon Salvage gerufen worden war. Er war kein Mann vieler Worte, und die meisten Engel schätzen ihn sehr. »Himmlische Heerscharen«, eröffnete er von der Kanzel die Liturgie der Entsendung, nachdem auch Ariels Schar unter seinem strengen Blick ihren Platz eingenommen hatte. »So wie Gott der Herr selbst, der einst die Erzengel entsandte, um auf Erden gegen die Legionen des Bösen zu ziehen, entsende ich euch heute in seinem Namen nach Taurus. Es ist der Wille des Herrn, dass diese Stadt von den Ketzern befreit und vom unreinen Geziefer der Traumsaat gereinigt werde. Ihr seid die Auserwählten, die Helden des Herrn, die seinen Willen ausführen werden, um den Menschen im Tal der Finsternis wieder Hoffnung zu geben. Ihr seid die Engel des Herrn, ihr seid die Boten des Lichts. Wir sind die Engel des Herrn, wir sind die Boten des Lichts, wir hören und gehorchen«, antworteten 125 Stimmen im Chor. Nach der einleitenden Zeremonie gab der Prior den versammelten Scharen weitere Anweisungen für ihren Einsatz.
Sie würden sofort abfliegen und sich in Chinon, der Hauptstreitmacht der angelitischen Kirche, anschließen. Von dort aus würden sie in Kürze die Ketzerfestung Tours angreifen. Auch wenn Ariel immer noch den Drang hatte, in Carolos Kammer zu stürmen und von dem verlogenen Inquisitor Rechenschaft zu fordern, war sie froh, dass sie mit ihrer Schar ins Feld geschickt wurde. So hatte sie wenigstens wieder eine Mission und war von dem wachsenden Aufruhr in ihrem Inneren abgelenkt. Als sie ihre wenige Ausrüstung zusammengesucht hatten und sich nach einer halben Stunde wieder mit den übrigen Scharen auf der Flugplattform versammelten, war Ariel äußerlich vollkommen ruhig. Sie hatte beschlossen, ihre Gedanken an Henaye und den Inquisitor im Montsalvage zurückzulassen und sich erst wieder mit der Sache zu befassen, wenn ihre Mission in Frankreich erfüllt war. Eine Schar nach der anderen hob in perfekter Diamantformation von der Flugplattform ab und flog in Richtung Norden davon. Als Ariels Schar, die als letzte den Flug antreten sollte, an der Reihe war, trat plötzlich Abgilaum auf die Flugplattform. Er nickte Prior Scipio kurz zu und kam dann zu Ariel herüber. Ariel vom Orden der Michaeliten, ich muss dir leider mitteilen, dass dein ehrwürdiger Inquisitor Carolus soeben verstorben ist. Sein Blick ruhte jedoch auf Maloriel, obgleich er mit der Michaelitin sprach.